Staatsbesuch vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei Wladimir Putin. Demonstrativ grenzenlose Freundschaft. Ist das jetzt endgültig die große Frontstellung von Russland und China gegen den Westen? Ist das die kommende neue Weltordnung? Und wenn ja, gibt es noch irgendwas, mit dem sich das verhindern ließe? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Neulich der Besuch von Benjamin Netanyahu, der in Israel ja wieder der Ministerpräsident ist, in Deutschland bei Olaf Scholz. Es war ein bisschen mau das Ganze, wie es eben so ist, wenn einem der Gesprächspartner eigentlich ein bisschen unangenehm ist. Aber sie haben sogar Gemeinsamkeiten gefunden, nämlich, dass der Iran keine Atomwaffen haben sollte. Sensationell ist ungefähr so, wie wenn sie gesagt haben, wir sind eigentlich beide gegen Witwenverbrennungen oder wir finden beide auch Nazis gar nicht mal so gut. Der kleinste gemeinsame Nenner also, und so ging es dann auch wieder auseinander. Ein paar Tage vorher, da ist aber was passiert, das war wirklich sensationell. Der Iran und Saudi-Arabien, die nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf. Die sind sich ja eigentlich spinnefeind. Sie haben ihre Beziehungen auch abgebrochen vor 7 Jahren. Und es ist ja auch so, dass in fast jedem Konflikt im Nahen Osten die eine Seite unterstützt wird von Saudi-Arabien und die andere vom Iran. Also im Jemen zum Beispiel, im Bürgerkrieg oder in Syrien oder im Libanon und so weiter. Und Saudi-Arabien hat sich vorher ja eigentlich an Israel angenähert und die haben auch immer enger zusammengearbeitet, auch weil sie ja beide einen gemeinsamen Verbündeten haben, nämlich die USA. Und jetzt bricht Saudi-Arabien da aus und nähert sich an den absoluten Erzfeind. Und wer hat das Ganze vermittelt? China. Hier wird das alles bekannt gegeben und in der Mitte Wang Yi, der Chef der chinesischen Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten. China macht sowas normalerweise nicht. Das ist man bis jetzt nicht gewohnt von China. Aber China hat eben mit beiden Ländern kein Problem. Es ist für beide Länder auch der wichtigste Handelspartner und es hat da natürlich auch Einfluss. Das hat man sehr schön sehen können, zum Beispiel, wie Xi Jinping in Saudi-Arabien empfangen worden ist bei seinem Besuch im Dezember da. Mit Pauken und Trompeten nämlich. Und ein paar Monate vorher, da ist Joe Biden ja auch gekommen nach Saudi-Arabien und das der nicht abgefertigt worden ist in der Flughafen-Cafeteria mit Automatenkaffee, das war auch schon alles. Man wird jetzt natürlich sehen, was daraus wird, so mit Saudi-Arabien und dem Iran, aber für die USA war das ein harter Schlag und im Iran dagegen, da hat der militärische Sicherheitsberater gejubelt und hat gesagt, das ist der Beginn der postamerikanischen Ära im Nahen Osten. Mit anderen Worten, die Amis sind raus. Und für China natürlich auch ein Riesenerfolg das Ganze. Und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt ankündigen kann, dass Sie morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report kriegen zum chinesischen Internet- und Technologiesektor. Für die wenigen Anleger, die sich für sowas noch interessieren. Obwohl ja die Bedeutung von China immer mehr zunimmt, wie wir ja gerade auch gehört haben. Aber es hat natürlich Probleme gegeben, es hat Spannungen gegeben, es hat 2 Jahre lang einen Absturz gegeben. Bei chinesischen Aktien und die Technologieaktien hat es besonders hart erwischt. Und jetzt, wo ja es eine gewisse Erholung gegeben hat, wo viele ja auch auf eine Fortsetzung von der Erholung hoffen, da ist es natürlich besonders interessant, wenn man sich anschaut, wie haben die sich denn jetzt wirklich geschlagen bei den letzten Quartalsberichten. Und wir schauen uns Alibaba an, wir schauen uns Tencent an und wir schauen uns auch noch eine kleinere dritte Wachstumsaktie an, die jetzt auch interessant ist.
Und die Reports von uns sind kostenlos. Der neue Report geht morgen raus. Also noch schnell eintragen, wenn Sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, China ist also plötzlich stark außenpolitisch aktiv im Nahen Osten. Und das ist auch ein Hintergrund, vor dem man jetzt eben dieses Treffen sehen muss von Xi Jinping und Wladimir Putin. Was ein riesiger Staatsakt war, was pompös inszeniert war. Und letzten Endes ging es ja hauptsächlich darum, dass Russland und China da Einigkeit gezeigt haben oder vielleicht sogar Freundschaft. Und das so demonstrativ, dass es einem Beobachter aus dem Westen natürlich da kalt den Rücken runterläuft. Und vor allem für Wladimir Putin war es ein Triumph. Es ist ja auch viel darüber geschrieben worden, dass das jetzt eine sehr ungleiche Freundschaft sei. China sei sehr stark, Russland sei angeschlagen. Und es ist sogar ein Bild rumgegangen, wo Putin angeblich vor Xi Jinping niederkniet. Das war aber eine Fälschung. Und sowas werden wir in Zukunft oft zu sehen kriegen. Es ist bei Fotos jetzt nicht mehr möglich zu sagen, ist das noch in irgendeiner Weise echt oder ist es falsch? Hier letzte Woche zum Beispiel die Verhaftung von Donald Trump. Da hat man aber von vornherein schon gesagt, die Fotos sind falsch, also sind sie wahrscheinlich echt, aber egal. Und was jetzt die Ukraine betrifft, da hat China zwar schon seinen berühmten Friedensplan da ja vorgelegt, der größtenteils geklaut ist von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Aber China übernimmt da natürlich hauptsächlich den russischen Standpunkt und die russischen Narrative, so dass Putin ja auch nach diesem Treffen gleich mitteilen konnte, wir arbeiten jetzt solidarisch an einer neuen multipolaren Weltordnung, die dann auch besser wird und demokratischer und alles Mögliche. Mit anderen Worten also, in Zukunft Russland und China gemeinsam gegen die vorherrschende Weltordnung, gegen die Dominanz des Westens, gegen uns. Das ist die Situation. Der Punkt ist aber der, China ist natürlich an Russland rangerückt, nur kann man es ihm wirklich verübeln. Als Russland die Ukraine angegriffen hat, da hätte China sich distanzieren können von Russland. Aber hätte man ihm das hier gedankt und hätten sie es gemacht als Xi Jinping? Die Ukraine war ja für China auch nicht ganz unwichtig, aber Kiew ist von Peking 6500 Kilometer weit weg. Das ist weiter weg als von uns bis nach Nigeria. Aber mit Russland haben sie eine 4000 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Und dieser Nachbar Russland schmeißt sich seit Jahren an China ran. Und auf der anderen Seite haben sie aber den Westen, ein wichtiger Handelspartner natürlich, der aber seit Jahren immer stärker gegen China vorgeht und der völlig offen sagt, China ist der systemische Konkurrent, China ist unser eigentlicher Gegner und der Aufstieg Chinas ist die eigentliche globale Herausforderung, die unterbunden werden muss. Und in den letzten Jahren eben auch zig Maßnahmen, um den auch zu unterbinden. Der Handelskonflikt, die Zölle, die transpazifische Partnerschaft, mit der man China wirtschaftlich ausschließen wollte aus dem Pazifikhandel, der Kampf gegen Huawei, jetzt das Verfahren zum Verbot von TikTok, obwohl das von den chinesischen Gründern gar nicht mehr kontrolliert wird, mit den üblichen Argumenten in den USA, die Inhalte da könnten ja zum Beispiel bei Kindern Essstörungen verursachen. Dabei waren die amerikanischen Kinder schon immer fett. Amerika hat die Welt fett gemacht. Und das Schlimmste aber, aus chinesischer Sicht natürlich, die Halbleiterausfuhrbeschränkungen. China versucht aufzusteigen, technologisch natürlich, und die USA schneiden aber China von moderner Halbleitertechnologie ab. Das ist natürlich feindselig. Oder schauen Sie sich auch an, wie sich bei uns die ganze Rhetorik geändert hat, was China betrifft.
Da kann ich zum Beispiel verweisen auf ein Video von meinem Kollegen Erik Nebel. Er hat hier auf YouTube den Kanal China to Invest und da ging es um eine Markus Lanz Talkshow neulich mit China-Experten, die sich sozusagen da über den chinesischen Weltherrschaftsanspruch ausgetauscht haben. Und der Erik kommentiert das in seinem Video, das ist sehr sehenswert. Und es ist aber schon ganz erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit hier inzwischen gesprochen wird über den angeblichen chinesischen Weltherrschaftsanspruch. Das wird gar nicht mehr hinterfragt, der wird einfach vorausgesetzt. Und ich habe hier ja oft schon meinen Standpunkt dargelegt zu China. Ich weiß auch, dass da sehr viel auch nicht toll ist in dem Land. Aber wo, bitteschön, kommt denn jetzt plötzlich der chinesische Weltherrschaftsanspruch her? Wie soll sich der denn geäußert haben und wie viele Länder hat China denn schon angegriffen in den letzten 40 Jahren? Und natürlich, dann wird immer angeführt, ja, die expandieren jetzt in Afrika und die wollen da Einfluss gewinnen und die wollen da Rohstoffe abbauen. Natürlich wollen sie das. Sie sind eine riesige Wirtschaftsmacht inzwischen und sie machen jetzt das Gleiche, das wir auch seit Jahrzehnten machen. Nur wenn China das macht, dann geht es da natürlich um die Weltherrschaft. Oder als China Covid-Impfstoffe in die dritte Welt geschickt hat, da war das dann plötzlich Impfstoffdiplomatie, also ganz was Perfides. Und dann natürlich das Seidenstraßenprojekt auch, dass China selbstverständlich auch was bringen soll und dass ihm selbstverständlich Einfluss verschaffen soll auch. Aber es ist eben auch ein Angebot für die Entwicklung eines großen Wirtschaftsraums. Und diese ganzen Aussagen da zur angeblichen chinesischen Schuldenfallendiplomatie oder wie man das da nennt, da muss man auch mal sagen, keiner zwingt ein Land, Milliarden aus China anzunehmen. Und wenn man die dann eben nicht mehr zurückzahlen kann, dann hat das halt auch irgendwelche Konsequenzen in der Regel. Wenn der IWF zu ihnen kommt, dann hat das auch Konsequenzen. Der greift auch stark in die Souveränität von Ländern ein und trotzdem strebt er nicht die Weltherrschaft an. Oder das glauben zumindest nur wenige. Und abgesehen davon, wenn es einen Zahlungsausfall gibt irgendwo, das ist in den allermeisten Fällen was, das sich auch der Gläubiger nicht wünscht, sogar wenn er Gläubiger China heißt. Und trotzdem, wo man hinschaut, natürlich chinesische Weltherrschaftspläne. Hier eine Kolumne von Sascha Lobo im Spiegel. China strebt nicht nur mit Hafenbeteiligungen, sondern auch mit digitalen Instrumenten wie TikTok nach der Weltherrschaft. Und die deutsche Politik ist naiv und so weiter. Und wenn das mit der digitalen Weltherrschaft genauso fundiert ist wie das mit dem Hamburger Hafen, dann mache ich mir wenig Sorgen, muss ich sagen, weil ich habe es hier schon mal lang und breit ausgebreitet. Der Hamburger Hafen ist nicht an COSCO verkauft worden. Es geht da um einen 25% Anteil an einem von vier Terminals ohne Vetorechte für COSCO. Und dafür bringt COSCO zusätzliches Geschäft, was ja vielleicht gar nicht mal so falsch ist, weil witzigerweise ist China immer noch unser größter Handelspartner. Aber wie auch immer, die Feindseligkeit wächst, es gibt immer mehr Sanktionen. China hat das lang hingenommen, mehr oder weniger tatenlos. Es hat hauptsächlich protestiert, aber die Proteste werden deutlicher inzwischen. Xi Jinping hat dem Westen jetzt vorgeworfen, er fällt zurück in eine kalte Kriegsmentalität. Er verfolgt gegenüber China eine Strategie der Eindämmung, der Umkreisung und der Unterdrückung. Und die Fronten haben sich wirklich verhärtet und gleichzeitig ist China aber natürlich stärker geworden. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass China sich offensichtlich an Russland orientiert, dass es die westliche Vormachtstellung jetzt möglicherweise wirklich auch herausfordern will, nur das ist eben eine Allianz, in die der Westen China eben sehr wahrscheinlich auch aktiv reingetrieben hat. Und wenn sich an der Politik nichts ändert, dann kann man davon ausgehen, dass China und Russland für ihre Position auch Verbündete finden werden. Die USA haben im Ukraine-Krieg versucht, eine globale Allianz zusammenzukriegen gegen Russland. Es ist eigentlich gescheitert.
Von über 190 Ländern, die es gibt, haben sich nur 33 Ländern den Sanktionen angeschlossen gegen Russland. Es ist ein Alarmsignal, weil es zeigt, die Mehrheit der Länder ist anscheinend nicht der Meinung, dass das ihren Interessen entspricht oder dass das für sie sogar gefährlich ist. Obwohl jeder genau weiß, dass Russland am Ukraine-Krieg schuld ist. Die sind ja auch nicht blöd. Aber trotzdem sind eben offensichtlich viele der Meinung, dass eine Spaltung der Welt droht, die sie nicht wollen, und dass da die treibende Kraft der Westen ist. Und speziell mit Blick auf den Konflikt mit China, da ist es eben auch nachvollziehbar. Ich glaube oder ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ich glaube, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man so eine totale Frontstellung verhindern kann. Aber man müsste dafür die Feindseligkeit, die man gerade offen zeigt gegenüber China, vielleicht auch mal ein bisschen überdenken. Wir sind gerade besessen davon, dass wir aus der Geschichte lernen müssten. Man glaubt, man hat jetzt die Gefahr durch Russland unterschätzt und das soll auf gar keinen Fall nochmal passieren. Und darum ist das Motto jetzt, klare Kante zeigen und sowas wie China am besten gar nicht erst hochkommen lassen. Aber man kann aus der Geschichte auch genau das Falsche lernen. Zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg, da hat jeder gesagt, Krieg ist sowieso unvermeidlich, also immer hinein ins Verderben. Nach dem Ersten Weltkrieg, da hat man den Krieg geächtet und hat man ihn verhindern wollen. Und das hat den Aufstieg von Hitler ermöglicht und den Zweiten Weltkrieg. Hätte man es genau umgekehrt gemacht, dann hätte es wahrscheinlich keinen von den beiden Weltkriegen gegeben. Und was China jetzt betrifft, wie gesagt, man kann von China halten, was man will, aber es war uns gegenüber nie feindselig und auf der anderen Seite, wenn der Westen eben so weitermacht und China offen schadet, dann kann China eben nicht anders, als sich in anderen Allianzen gegen den Westen zu stellen. Und was chinesische Aktien betrifft, ich halte chinesische Aktien hauptsächlich wegen der politischen Lage nach wie vor durchaus eher für spekulativ. Ich werde mich aber trotzdem, so wie einige wenige andere noch, auch in Zukunft mit chinesischen Aktien beschäftigen. Und ich gehe auch davon aus, wenn es eine ernste Krise oder einen ernsten Konflikt gibt mit China, dann wird das auch für alle anderen Börsen nicht gut sein. Und darum gibt es morgen auch von uns noch den Gratis-Zukunftsmärkte-Report zu den chinesischen Technologieaktien, zu Alibaba, zu Tencent und Co. Denken Sie dran, dass Sie sich noch eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Und vielleicht gibt es ja doch eines Tages nochmal einen Durchbruch in den westlich-chinesischen Beziehungen, so wie hier 1974 das Treffen von Franz Josef Strauß mit Mao, Potentaten unter sich, als Bayern noch eine kraftvolle eigene Außenpolitik gehabt hat. Und man hat ja hier schon immer besser gewusst, was gut ist für das ganze Land. Und in dieser schönen Tradition habe ich das Video jetzt ja auch gemacht. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.